So werden wir heute über eine Person reden, die von Rifar kommt. Die Stadt, die auf dem Weg von der Karawane ist, wenn die Karawane von Mekka nach Scham oder nach Jemen zum Beispiel gehen möchte. Ein Volk, das, wenn sie nicht zufrieden war, einfach das raubte, was die Karawane hatte. Und zu diesem Volk gehörte diese Person. Eine Person, die mutig war, unerschrocken, furchtlos. Er hatte einen klugen Verstand und eine weite Sicht. Also er wusste, mit welchen Wörtern er reden muss. Er wusste, was später vielleicht kommen könnte. Diese Person war Abu Dharr radiallahu anh. Als er hörte, dass ein Prophet in Mekka aufgetaucht ist, sandte er seinen Bruder Anis radiallahu anh, damit er nach Mekka geht und Nachricht bekommt. Anis radiallahu anh geht nach Mekka und hörte von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und als er zurückkam, erzählte er oder berichtete er für Abu Dharr radiallahu anh, was er gesehen hat und was er gehört hat. Abu Dharr radiallahu anh fragte ihn zwei Fragen. Die erste Frage war, nach was ruft der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, er ruft zum guten Charakter und seine Wörter sind nicht die eines Dichters. Er sagte, was sagen die Menschen über ihn? Und er sagte, er sei ein Zauberer, ein Wahrsager oder ein Dichter. Mit diesen zwei Fragen kann man erkennen, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Wenn die Menschen Recht hätten, dann wären sie sich einig auf eine Sache. Doch trotzdem haben sie sich umstritten und jeder sagte irgendetwas. Fragen, mit der man die Wahrheit herausholen kann. Doch Abu Dharr radiallahu anh war nicht zufrieden mit diesen Antworten. Er wollte mehr hören und somit wollte er nach Mekka gehen, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst zu sehen und mit ihm selbst zu sprechen. So sagte er für Anis radiallahu anh, dass er sich um seine Kinder kümmern soll, bis er nach Mekka geht und wieder zurückkommt. Angekommen in Mekka konnte er nicht fragen, wer der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, wo er ist, denn er wusste nicht, wer sein Feind und sein Freund war. Und somit verblieb er die Nacht oder schlief er die Nacht in der Kaaba, in der Moschee. Als Ali radiallahu anh vorbeiging, sah er ihn und er wusste, dass das ein Reisender ist. Ein Reisender hat Merkmale. Und die Araber früher hatten diese Eigenschaft, dass sie vom Sehen aus etwas erkennen konnten, vieles erkennen konnten. Und somit nahm er ihn, damit er ihm Proviant und alles geben kann, was er braucht. Ohne zu fragen, wer er ist und was er hier zu tun hat. Und Abu Dharr radiallahu anh das Gleiche. Er fragte nicht, wer du bist und was du machst. Am Morgen ging er wieder weg und da er den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht wieder sehen konnte, verblieb er die Nacht wieder in der Moschee. Da sah ihn Ali radiallahu anh wieder und er nahm zu sich, ohne Fragen zu stellen. Das ist die Eigenschaften der Araber, dass sie großzügig sind. Und diese Eigenschaften sind bis jetzt noch vorhanden, auch wenn einige Ausnahmen es noch gibt. In der dritten Nacht sah Ali radiallahu anh ihn wieder und sagte, willst du mir nicht endlich sagen, was dein Ziel ist, was du brauchst, was du willst? Abu Dharr radiallahu anh, mit seiner Klugheit, sagte er, versprich mir, dass wenn ich dir das sage, du mir das gibst oder mich dorthin bringst, wo ich will. Denn ein Araber, ein Muslim sogar, gibt sein Versprechen, erhaltet sein Versprechen. Und somit sagte er, ja, ich verspreche es dir. Abu Dharr radiallahu anh sagte, ich möchte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen. Vor Freude redete der Ali radiallahu anh über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und brach ihn zu ihm. Als dann Abu Dharr radiallahu anh vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam stand, sagte er, Assalamu alayka ya Rasulallah. Er war der Erste, die erste Person, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dem Friedensgruß grüßte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte den Gruß. Er sagte, wa alayka salam wa rahmatuhu wa barakatuh. Ya Rasulallah, erzähle mir vom Islam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählte ihm vom Islam, bis er dann die Shahada angenommen hat.
bis er dann La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gesagt hat. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Plan und sagte: Verstecke diese Botschaft und gehe zurück nach Rifar. Bleibe dort und wenn dann der öffentliche Ruf kommt, dann komme zu mir. Doch Abu Dharr radiallahu anhu und wir alle anderen Menschen, die den Islam angenommen haben und verstanden haben, was der Islam ist, konnte es nicht verstecken. Er sagte, ich muss das rausschreien. Und somit ging er zur Kaaba, wo die Menschen alle versammelt waren und rief, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Die Menschen ausgeflippt. In einer Zeit, wo die Schahade auszusprechen lebensgefährlich war. Die Menschen gingen zu ihm und schlugen ihn, bis er dann auf dem Boden lag und dachte, er würde sterben. Als dann Abbas radiallahu anhu kam, rief er, dass sie weggehen sollen, dass sie ihn nicht mehr schlagen sollen, denn diese Person kommt von Al-Rifar. Und hier hat er etwas Besonderes gesagt, damit sie ihn lassen. Er ist von Rifar und wenn die Rifar herausfinden, dass sie ihn geschlagen haben, werden sie die nächste Karawane stoppen. Und somit hörten sie auf, ihn zu schlagen. Er ging zu seinem Stamm und in seinem Stamm rief er dann den Leuten zum Islam, bis dann die Mehrheit den Islam angenommen haben. Das ist ein Teil der Geschichte von Abu Dharr radiallahu anhu, zu dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Rahim Allahu Abu Dharr, yamshi wahda, wa yamutu wahda, wa yubahath wahda. Möge Allah ihm barmherzig sein. Er wird alleine gehen und er wird alleine sterben und er wird alleine am Tage der Auferstehung wieder auferstehen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين